Hallo, mein Name ist Anna Schlag. Ich bin im Bereich Makerspace für die Landesbüchereistelle zuständig. Heute möchte ich Ihnen unseren Trickfilmrahmen von Kobo Stories vorstellen. Der Rahmen wird in Einzelteilen mit einer Anleitung geliefert. Die Teile lassen sich ganz einfach ohne Schrauben oder Kleben zusammenstecken. Durch die farblichen Markierungen ist dies kinderleicht. Achten Sie darauf, dass der Rahmen auf einem ebenen und festen Untergrund steht, ideal vielleicht auf einem Tisch oder auf dem Boden. Sie können den Trickfilm aus verschiedenen Perspektiven erstellen, entweder von oben oder von vorne. Für beide Varianten liegt jeweils eine Befestigungshilfe für das Tablet bei. Sobald Sie sich für eine Perspektive entschieden haben, beginnt der Aufbau der Szene. Sie können die Materialien durch die großzügigen Öffnungen positionieren. Dem Set liegen verschiedene Hintergrundbilder bei. Sie können aber auch Materialien wie Kamishibais oder Geschichtenkoffer gut verwenden. Weiteres dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Stop Motion und in unserem Buchungskalender. Richten Sie das Tablet so aus, dass die Szene gut erfasst wird. Falls unschöne Schatten Ihre Szene stören, können Sie die beiliegende Lampe einfach an dem Rahmen befestigen und für ein optimales Licht sorgen. Jetzt können Sie mit dem Dreh Ihrer Geschichte beginnen. Hier sehen Sie einen Aufbau zum Kamishibai, wie der Schnee zu seiner Farbe kam. Sie haben Fragen oder benötigen weitere Ideen zum Thema Stop Motion? Wenden Sie sich gerne an den angegebenen Kontakt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Erstellen Ihres Trickfilms.